Als Leitwährung wird die Währung bezeichnet, die eine ganz wichtige Stellung im internationalen Währungssystem hat und auch im Welthandel vor allem verwendet wird. Und die meisten Staaten nutzen auch die Leitwährung für ihre Währungsreserven. Und aktuell ist die Leitwährung der Welt der US-Dollar. Es war aber auch mal das britische Pfund vor dem Ersten Weltkrieg. Also das hält dann oft so 50 bis 100 Jahre. Und das ist ein ganz großes Privileg, wenn man die Leitwährung hat, da in einer Krise ganz viele Leute dann ihr Geld in die Leitwährung umtauschen und dann diese Währung sogar stützen. Also man hat da ganz viele Vorteile. Es gibt ja sogar Theorien, dass die Amerikaner deswegen den Irak auch angegriffen haben, weil Saddam Hussein die Öllieferungen in chinesischen Yuan abwickeln wollte. Also plus die Amerikaner nutzen ja auch aktuell den Dollar auch stark als politisches Druckmittel, indem man irgendwie Sanktionen bekommt, man darf nicht mehr den Dollar verwenden und das ist dann ein großes Problem für global tätige Firmen. Deswegen versuchen die Europäer den Euro auch mehr zu stärken und auch so ein Euro-Clearing-System aufzubauen. Ja. Und plus die meisten Währungspaare werden immer mit dem US-Dollar gehandelt. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie eine indische Rupie handeln möchte, dann kann ich das schwer mit dem argentinischen Peso machen, sondern ich würde dann erst in eine Leitwährung umwandeln, also US-Dollar oder Euro, die indische Rupie und dann den argentinischen Peso kaufen. Ja, deswegen, das sind die Währungspaare, die dann auch immer liquide sind. Das also kurz zur Leitwährung einfach erklärt.